Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Einer der größten April-Scherze, den wir die letzten Jahre gemacht haben. Jetzt aber Wirklichkeit. Und wir müssen leider ein bisschen ballern. Hier wahrscheinlich auch wieder. Mehr von Roberts Leuten. Ja. Ja, woher weißt du, dass ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Ja, nun lauf doch los. Okay, warte ein bisschen. Weiter, weiter. Ja, 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 ich bin unterwegs, bin unterwegs. Okay. Schlaf jetzt, schlaf jetzt. Denn eines ist immer wichtig, auch bei einer Epidemie oder bei einer Pandemie ist eines immer wichtig, dass Menschen sich trotzdem noch weiter gegenseitig töten. Das ist sehr, sehr wichtig. Zwei Leute Was noch. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Oh, Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Mein Cousin ist bei denen. Ehrlich? Der führt halt noch ein schönes Gespräch nebenbei. Oh, hi, Schlüssel. Lagerhausschlüssel. Das ist ein toller Lagerhausschlüssel. Schauen wir uns um. Ja, ich schau mir den Schlüssel. Oh, cool, ich kann den hoch runterschieben. Das ist ja ein toller Schlüssel. Fast ein bisschen erotisch. Wer auf Schlüsselporno steht, ist hier gut bedient. Lagerhausschlüssel. Okay. So, schauen wir uns um, sagst du? Dann schauen wir uns um. Vielleicht finden wir noch was. Ich werde übrigens versuchen, so viel wie möglich im Stealth-Modus zu machen. Da ist noch Müsli-Riegel, den brauchen wir nicht. Ob das immer klappt, kann ich aber nicht garantieren. Nix dabei. Die haben gar nichts dabei hier. Nix dabei, nix dabei. Hat von denen einer was dabei? Hast du was dabei? Gar nichts, die haben nichts dabei. Hier hinten was dabei? Müll hat auch nichts dabei. Das sind alles sehr sparsame Leute hier. Okay, und wir gehen mal ins Lagerhaus. Übrigens, der Endscreen bei Last of Us, ne? Habe ich letzte Folge gar nicht gesagt. Der Endscreen ist schon zig Jahre alt. Wenn ich den noch finde. Oh, kann sein, dass Last of Us keinen Endscreen hat. Weil ich weiß nicht genau, ob ich den Endscreen noch habe. Weil mir zwischendurch ja eine Platte abgeraucht ist. Ich hoffe, ich habe den noch. Aber wenn ich den noch habe, dann ist der, glaube ich, von 2014 oder 2015. Ist also ein Klassiker. Und ich würde, wenn, dann nur den alten benutzen. Ich hoffe, ich habe den noch. Oh, ich hoffe, ich habe den noch. So, jetzt aber erstmal hier rein. Natürlich. Hey, wir haben die Kisten im Zyklager gebracht. Und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay. Ist das eine gute Idee? Ich werf die mal hier so hin. Nein, jetzt suchen die alle. Ich sehe ihn! Shit! Drecksau! Gut, dass du da bist. Shit, shit, shit. Das lief nicht ganz so schleichig ab wie geplant. Die Flaschen sind offenbar lauter, als ich dachte. Okay. Da ist mir wohl ein leiser Schleicher entwichen. Okay, wir konnten hören, ne, wo die sind. Ja, offenbar nicht hier.
die denn? Also einer ist noch übrig. Mindestens einer ist noch übrig. Detox. Okay, kann sein, dass sie zusammensuchen. Das wäre natürlich doof. So, nur um sicher zu gehen. Hier ist noch eine Tür. Da ist niemand, okay. Warte. Ist mir zu riskant. Hört ihr das? Ja, das hört er natürlich nicht. Oder? Nee, das hat er natürlich nicht gehört. So, mal schauen. Hier oben ist niemand. Die Frage ist, hängen die jetzt alle zu dritt immer rum, weil... Würde in so einer Situation ja Sinn machen, ne? Wir sind jetzt zu dritt unten. Warte mal. Können wir die hier irgendwie überraschen? Nee, ne? Oh, Medikit. Okay, einer kommt hoch. Die hat er natürlich nicht gesehen. Okay. Clever. Der lebt immer noch. Schlaf, mein Junge. Dann beenden wir das mal. Wir bräuchten hier mehr Leute. Ja, in der Tat. Wir wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Ja, ist doof, wenn die zu dritt rumschleichen. Los, die hören... Zu den Ach. Docks geht's hier lang. Oh, jetzt kriegen wir ein Messer. Messer. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner an, ergreife ihn und drücke erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt, wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Ist klar. Die zerbrechen dann? Von der bisschen Halsstecherei kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, bevor wir weiterziehen. Wir wollen natürlich auch hier wieder alles absuchen. Ehrlich gesagt, habe ich wenig Hoffnung, dass wir hier irgendwas Brauchbares finden. Aber ich würde natürlich gerne Teile für die Waffe finden. Davon haben wir jetzt drei gefunden. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche übersehen haben. Das kann natürlich sehr schnell gehen, weil die hier versteckt sind. Zum Beispiel hier in diesem Klo? Nein. Hier in diesem Mülleimer? Nein. Okay. So. Da ist noch ein Fläschchen. Nein. So. Habe ich die Flasche jetzt mitgenommen? Für ewig? Für immer? Ist sie jetzt mein bester Freund? Flaschi und ich. La 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 la. Okay, das zu. Ah, wir können die Flasche ins Inventar packen. Sehr gut. Flasche. Knarre. Das heißt, ich habe eine Flasche für später mitgenommen. Sehr, sehr schön. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir anderes gewünscht. Irgendwie ist das nicht so ergiebig hier alles. 15 Schuss haben wir noch. Lief bis jetzt ja eigentlich ganz gut, bis auf gerade eben. So. Let's go.
Na komm schon. So. Oh gut, die nächste Schießerei. Da ist er. Hm. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Verdammt lange mit mir gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden, keine Kontakte im Süden. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. KLUK, das kann ich. Verdammter Robert. Er sollte uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? Du bist verrückt. Da rauszugehen wäre Selbstmord. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Genau, so. Oh, noch ein Ziegel. Schön. Wir haben eine Flasche. Kann man mit Ziegel Leute niederschlagen? Das würde mich mal wundern. Entschuldigung. Ich wollte dich nur anfassen. Okay. Das war Nummer Uno. Ich glaube, da drüben steht der nächste. Hier ist noch eine Holzlatte. Wir können Leute also auch mit Holzlatten niederprügeln. Wahrscheinlich nicht ganz so laut wie würgen. Okay, warte. Da kommt noch einer. Das? Noch ein Zettel. Natürlich, wir haben ja Zeit. Eine Frachtliste, die lese ich natürlich gerne. Vergrößern. Okay, können wir uns die später vielleicht angucken, nicht jetzt. Dieser Typ macht echt mit allen hier Geschäfte. Okay, da steht einer, aber gerade eben der Typ hat da was dabei. Da laufen also wahrscheinlich zwei rum. Ich bin nicht ganz sicher. Frachtliste würde ich gerne lesen, ist aber gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt. So, warte, ich spiele dir kurz aus, ne? Ich will nicht dumm vorgehen. Genau, siehst du das? Da wäre der nämlich jetzt gekommen. Oh, ich hoffe, der kommt nicht bis hierher. Okay, sehr gut. Okay, warte. Das sind also zwei. Das ist halt echt schwierig. Er bewacht von da. Wir können also auch nicht von der anderen Seite reingehen, weil er den Eingang hier bewacht. Aber er wird auch wiederum von zwei bewacht, die Patrouille laufen. Und vielleicht sind drin noch mehr. Wir wissen es nicht genau. Warte, ich lasse das mal so. Der andere ist auf jeden Fall eine ganze Weile weg. Sag mal, der latscht ja hier überall rum. Der Lattenmann, der braucht aber ewig, bis er wieder drin ist. Okay, warte, wir machen gleich weiter, ne? Wir machen gleich weiter. Ich stealthy ein bisschen. Es ist keine gute Idee, bei Last of Us auch mit gezückten Kanonen rumzulaufen. Es... Huch! Der ist einfach verschwunden! Da ist er wieder. Es sei denn, man ist halt echt Superhero McGregory Fly am Controller. Dann geht's natürlich. Jetzt ist er wieder verschwunden. Da ist er wieder. Wie lange steht der hinten rum? Wenn er jetzt weggeht und der andere jetzt weggeht, dann ist der Zeitpunkt. Er geht... Alter, Lattenmann, hau doch ab! Latte Macchiato, geh! Okay, siehst du, das wäre zu früh gewesen. Jetzt, wenn er weg ist, dann greifen wir zu. Moin! Leute verschwinden. Schnell und leise, Cowboy. Ja, Leute verschwinden lassen können wir leider nicht. Also Leichen mitnehmen. Also es sind ja keine Leichen, die sind bewusstlos, ne? Wir sind ja keine Unmenschen. Glaube ich. Auch bei Kopfschüssen, die sind ja nur ohnmächtig. Den Lattenmann könnten wir als nächstes eigentlich aufnehmen, auseinandernehmen. Es sei denn, die sehen jetzt ihren Kollegen da bewusstlos rumliegen, dann werden die wahrscheinlich alertet sein, oder? Ja,
miese Drecksau! Das ist mein Vorname. Miese Drecksau McRange. Verteilen! Echt cool, dass sie gerade losgelegt hat. War es das? Nein, das war es noch nicht. Okay. Wo ist der Typ? Da ist noch einer. Er hat eine Knarre. Mindestens einer noch. Zwei. Schlaf, mein Prinz. Schlaf in der Wand. Keine Muni, die haben alle keine Muni dabei. Die haben Waffen, aber keine Muni. Der andere war da drin, ne? Ja, komm ruhig raus, hm? Dein Kollege braucht ein bisschen Hilfe. Wir wissen aber nicht, ob das der Letzte ist. Bleib nicht stehen. Oh nein! Was denn? Ja, nice. So geht's auch. Klar. Die haben alle Knarren dabei, aber keine Muni. Das finde ich nicht akkurat. Okay, war's das? Hier nix. Nix mehr. Okay, der hat auch nichts dabei. Der Lattenmann hat wahrscheinlich auch nichts dabei. Hier gibt's noch eine weitere. Oh. Sieht aus wie Jess. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, hier liegt noch ein Zettel. Nachricht von den Docks. Lass mal lesen. Was wollen wir denn mit dem Kerl? Mir passt nicht, wie er uns herumkommandiert. Sein bescheuerter Pferdeschwanz passt mir nicht. Und dass er uns noch nicht bezahlt hat, schon gar nicht. Die Leute, die hinter ihm her sind, sind mit die gefährlichsten in der Stadt. Was machen die wohl, wenn sie spitz kriegen, dass wir da mit drin hängen, hm? Gut, und wir haben noch die Lade. Robert verarscht sie wirklich alle. Der Robert bezahlt die also auch nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe. Der Robert ist Ascheloche. Trainingsbücher, Firefly-Anhänger, Nachricht von den Docks. Das ist das von eben gerade. Frachtliste, das wollte ich gucken. Die Frachtliste. Vergrößern, lesen. Die verdammten Soldaten haben eins unserer Schiffe entdeckt. Ich dachte, das war's, aber dieser Robert kannte einen von denen. Er hat sie bestochen, damit sie uns in Ruhe lassen. Also ist er wohl doch für was gut. Der Penner kann quatschen. Hat uns ein Drittel der Ladung gekostet und ich glaube immer noch, dass sie uns reingelegt haben. Wie zum Teufel haben die uns bei dem Nebel gefunden? Egal, Folgendes haben wir reingeschafft. 2 Kisten Klamotten, sogar neue Jeans. 1 Kiste Klopapier. Kommt mir bekannt vor. 2 Kisten gefrorenes Fleisch, kanadischer Bison. 1 Kiste Spirituosen. Also der Robert verarscht quasi alle Leute links und rechts. Ich glaube, das ist... Ja, ich glaube, wir müssen da hinten hin, ne? Ich glaube, wir haben jetzt alle weg. So, Flaschen liegen hier überall rum. Ja, das ist Jesse. Hier ist sonst nichts. So. Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Prima. Gehen wir. Dann machen wir genau das. Ja, der ist bestimmt da drin. Sehr viele Robots hier. Achso, das Büro ist hier, ne?
wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Robert! Joel, hier lang! Was? Ja, ja, sag ich doch hier lang. So. Wir haben ihn gleich. Nein, wohl nicht hier. Komm. Oh, ärgerlich. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich habe sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer war das doch hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Oh. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Gut. Auf geht's. Wir müssen hier weg. Sofort. Er darf nicht entkommen. Ihr wollt den Deal? Dann los. Ja, ich eile schon, aber hier sind vielleicht Patronen. Hier durch. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Der Wunde ja auch noch rumklettern. Respekt. Okay, du gehst zuerst. Ja, offenbar gehe ich zuletzt. Ja, jetzt lass mich doch mal... Jess, sag mal... Mit Leitern haben die echt Probleme hier. Ich weiß nicht, was los ist. Leitern, ich hasse Leitern in Spielen. Immer. Grundsätzlich. Leitern in Spielen sind mein Feind. So, jetzt aber. Da.
Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Oh, die Hunde da unten. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Wo ist sie hin? Ah, hier. Oh, hallo. Ich nehme hier alles mit. Joel, hilf mir doch mal. Ja, warte kurz. Wir kennen uns offenbar. Deswegen ist mir eine Freude, Madame. Du bist eh angeschossen. Das ist eine Leiche hier. Hey, hältst du das noch durch? Das geht. Okay. Oh, schön. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Gut, herumschleichen. Bestimmt eine gute Sache. Wir müssen zu dieser Tür. Zu der da hinten, okay. Gut, dass hier die ganzen Kisten stehen. Das ist sehr convenient. Wo ist denn die Wache? Da hinten oben, okay. Das wird bestimmt gleich noch ein bisschen schlimmer, oder? Jetzt rennt doch nicht so. Wir haben alles verpasst. Ich nehme den hier. Vielleicht ich kann noch den anderen. Welchen anderen? Okay, hier ein Steinchen. Eine Sekunde. Ich weiß, der guckt in die Tür rein. Wie hat sie den hier gesehen? Okay. Okay, das sind die beiden. Gucken, dass sie uns nicht sehen. Ne? Eine Fläschchen haben wir dabei. Ich glaube, wir können später auch craften. Ich bin mir nicht sicher. Warte, da war einer. Der ist so ein bisschen weiter weg. Was machst du denn da? Hier ist offenbar gerade... Der Ton ist echt schön. Der geht mir gerade voll durchs Ohr. Ist hier gerade sonst keiner? Das sieht doch hier bestimmt jemand, oder? Das ist doch viel zu verlockend, wenn ich hier ins Weghaue. Okay, der hat auf irgendwas geschossen. Da ist noch... Okay, das ist sie. Oh. Ich hoffe, der andere kommt nicht gleich hoch. Da würde ich ihn hier als nächstes ausknipsen. Schnell ihn, bevor der andere wieder hochkommt. Ich weiß, wir haben das Messer, aber ich versuche es gerade zu sparen immer noch. Wir haben sogar zwei Messer. So. Und gleich kommt der Kollege hoch, sieht ihn bait und wir jebaiten ihn.
Da kommt der Kollege wieder hoch. Und er wird sagen, oh nein, oh fuck, was ist da los? Ja, sehr gut. So, schlaf. Sind wir gleich da. Gut. Ich glaube, wir haben's. Ich sollte die Gegend absuchen. Okay, ich suche kurz trotzdem die Gegend ab. Komm, so viel Zeit muss sein. Einfach nur wegen Teilen und so. Prima. Ach du Heilige, jetzt weiß ich, wo der Schuss gerade war. Ich glaube, das sind Fireflies, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Keiner von denen hat Munition dabei. Das ist natürlich tragisch. Dann schaue ich noch mal kurz drin. So, die haben alle keine Muni. Vielleicht haben die keine Muni. Die haben wahrscheinlich erst Muni, wenn man die niederschießt, oder? Kann das sein? Und da wir ja nicht schießen, weil ich Muni sparen will, bin ich hier gerade im Teufelskreis gefangen. Ich wollte nämlich Muni sammeln für später, wenn es kritischer wird. Wollte ich wieder ganz schlau sein. Ihr kennt mich, ja? So ein bisschen. Ich dachte, wir haben dann später mehr Muni übrig und wir könnten dann später die Feinde mit unserer Munitionsstärke überwältigen. So, der hat auch keine Muni dabei, was? Aggressive Behavior displayed. Und ein Bild von Elefanten. Vielleicht ist der Elefant, vielleicht sind Tiere ja auch verpilzt. Wobei die Hunde laufen hier ohne Probleme rum, ne? So, von hier kamen wir. Warte mal. Da auf die andere Seite müssen wir. Huha, hier unten will ich nicht hin. Ich dachte nur, ich schaue nochmal alles nach, ob wir hier nicht vielleicht... Ist da noch irgendwas? Ein Sonnenstrahl, toll. So, dann gehen wir aber gleich rüber. Ich dachte nur, weil wir von den Dächern kamen und wir hatten keine Zeit, uns hier umzugucken. Hier geht zum Beispiel eine Treppe hoch. Von da kamen wir eventuell. Ich weiß es gar nicht. Nein. Doch. Aber die Tür ist jetzt zu. Na gut. Schade. Ich dachte, wir finden hier noch irgendein Zeug, was ich auf dem Weg übersehen habe, weil ich mich gerade ein bisschen beeilt habe. Aber schön, dass ich die Eile jetzt wieder hinausgezögert habe durch das Suchen. Aber wenn wir Teile gefunden hätten und ich glaube zum Craften und gerade die Waffe modifizieren, wäre es ganz cool, wenn wir die alle hätten. So. Stattdessen gibt es hier nur Flaschen. Naja. So. Okay. Dann wollen wir mal. Entschuldigung. War noch auf Teilsuche. Survival Game. Wir müssen überleben für die Menschheit. So. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Gekippt. Ist nicht mehr weit. Gekippt ist der Schrank viel unsicherer jetzt. Hä, warum hat er den gekippt? Seid ihr doof? Der steht jetzt viel unsicherer auf nur zwei Beinen. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Okay, sehr schön hier. Wir sind jetzt auch gleich da. Okay, get out. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Drogen. Die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. So ist das bei Corona. Okay. Joel, hilf mir mal eben. Natürlich. So. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen.
Papa, dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Aber lebt Tommy jetzt noch? Onkel Tommy? Wir schulden Onkel Tommy was. Hey, Ellie. Und jetzt stehen wir da. Cool. Das sind übrigens Tote. Ist aber kein Problem für dich. So, hier draußen bei den Fireflies erstmal die ganzen Fotos von den Fireflies. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Ich sag's ja, es ist egal, was mit der Erde passiert. Es ist ganz egal. Wir können von Außerirdischen, die können hier einfallen, eine Epidemie löscht alles aus oder ein Vulkanausbruch vernichtet die Hälfte der Welt, keine Ahnung. Irgendwann aus den Ruinen der menschlichen Zivilisation wird man irgendwann, oder die nächste Rasse oder sonst irgendwas, wird dann diese Kaugummiautomaten finden. Alles ist von der Erde verschwunden, aber diese Kaugummiautomaten, die werden ewig bestehen. Und die Kaugummis sind inzwischen seit 40 Jahren nicht mehr gewechselt worden. Die sind da auch immer noch drin. Die überleben alles. Selbst Atomkriege. Oh, alles klar. Wen haben wir denn hier? Philip Liu. Oder Liu. Johnny's Joint Pizzeria. Groceries. Können wir eigentlich auch so mal reden? Nee, ne? Wir können nur... Okay. Wenn Spiel sagt, wir interagieren. Ich würde das Fahrrad hier nehmen einfach. Dann sind wir vielleicht schneller am Ziel. Und lass mich raten, der Weg wird nicht so einfach, wie wir uns das denken. Okay, wir müssen von der Straße runter, glaube ich, ne? Ich glaube, wir müssen von der Straße runter. Ah. Hier runter. Hier runter. So. Los, mach ihn. Ja doch. Kommst du? Oh, warte. Das machen wir. So. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Das sehen wir gleich. Haben wir irgendwas, wo wir drauf können? Ich sehe hier nichts. Da geht's runter vielleicht? Nein. Ah, alles klar.
Dann wollen wir mal. So. Hier kommt der Express. Du kannst doch schon mal draufsteigen. Wow, wow, wow. Das sieht doch schon mal zauberhaft aus. So, kommst du hoch? Soll ich dir helfen? Ist echt hoch. Ja, bleibst halt unten. Ist natürlich kein Problem. Okay, super. Dann wollen wir mal rein hier. Der Tunnel, schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Und ich würde gerne wissen... Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ja. Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Ich würde schon gerne wissen, warum schmuggeln wir ein Kind? Okay, um die Schulter. Ah, okay, cool. Können wir das? Ich wollte es mal testen. Okay, wir können es nicht. Entschuldigung. Ich spiele gerade parallel noch Half-Life, deswegen dachte ich, das Schloss könnte man vielleicht aufschießen. Und manchmal geht's hier. Ein Schuss wieder vergeudet. Wunderbar. So. Okay, das ist natürlich eine wunderbare Wohnlage. Hier mit Südblick auf den Turm der vermissten Texturen. Wunderschön alles. Okay, ach, hier sollen wir eh rein. Na dann. Wer ist es? Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. My letter.